den Zwölfen zum Gruße und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Das Schwarze Auge Blackguards. Tja, ist schon wieder eine ganze Weile her, wo ich gespielt habe. 6 Tage, also schon im letzten Jahr. Noch im letzten Jahr war es für mich das letzte Mal, wo ich gespielt habe. Ehrlich gesagt, ich hatte jetzt wieder so richtig Bock. Ich freue mich gerade richtig doll, wieder mal spielen zu können. Im Moment bin ich immer so ein bisschen Hereine zum Gruß. Aufnahmetechnisch verhindert gewesen. Gestern habe ich zum Beispiel den ganzen Tag, 2 oder 3 Stunden X-Rebirth aufgenommen. Und ja, heute kann ich endlich mal wieder ein bisschen hiervon aufnehmen und wir heilen uns erstmal. Ich habe gerade gesehen, unsere Lebenspunkte sind ein bisschen runter. Hereine zum Gruße! Werte Heilerin, heilt uns doch ein wenig für ein wenig das Klimpergeld. Alle natürlich. Habt Dank, habt Dank. So lässt sich's doch viel besser kämpfen. Und gleich raus. Wir haben ja das vorletzte Mal haben wir auf die Eier gekriegt, so richtig. Oder nee, das letzte Mal war das letzte Folge. Doch, ich glaube, es war sogar die letzte Folge. Und dann beim zweiten Anlauf haben wir es dann eigentlich ganz gut geschafft. Jetzt werden wir hier mitten auf der Straße angehalten, oder wie habe ich das jetzt gesehen? Bitte nicht abstürzen. Eigentlich läuft es ja sehr flüssig und eigentlich sind ja auch keine... Ah, sehr gut. Was jetzt? Weiter nach Süden, über die Grenze. Aber nicht auf der Straße. Dieser Rechtsfahrer will uns töten und ich habe keine Lust zu sterben. Guten Tag. Oh. Guten Tag. Können wir helfen? Ihn brauchen wir lebend. Der Zwerg und der Südländer können sterben. Na toll. Das letzte Mal hatten wir versucht, die Freundin von unserem Zurbaran zu retten, aber das hat ja nicht so ganz geklappt. Und deswegen sind wir, glaube ich, gerade auf dem Weg raus aus dem Land. Ich glaube, wir machen uns gerade auf dem Weg nach Al-Anfa. Aber kenne deinen Feind. Mit den Talenten Kriegskonstruktion kannst du die Fähigkeiten humanitärischer Gegner einschätzen. Naurin zum Beispiel verfügt über Kriegskunst. Wenn der Zwerg im Zug ist, fahre mit der Maus über einen humanitären Gegner, um dir dessen Fähigkeiten anzeigen zu lassen. Neben dem Lebensenergiebalken des Gegners siehst du außerdem seine aktuelle Lebenspunktzahl. Das sieht man hier unten. So, unser guter Zubaran regeneriert fleißig. Die gute alte Mana-Kraft und der Zwerg soll dem jetzt einfach den Schädel vom Hals trennen. Oh, das war aber nix. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, mein Freund. Kann ich dich schon angreifen? Scheint fast so. Komm, zweihändig. Verdammt. Na gut, dann kümmerst du dich um den Fernkämpfer. Du hast zwar nicht mehr so viel Mana, aber, oder? Nee, hat auch nichts im Gürtel. 12 ASP. Hm. Komm, wir wagen's. Treffer. Oh, und die niedrigste Punktzahl, wo geht? Ich glaub's nicht. Ach, fuck, da ist ja noch ein Fernkämpfer, den habe ich gar nicht gesehen. Irgendwie ist die Framerate gerade nicht so der Brüller. Hä, hey, was habe ich denn hier? Oh nein, die haben vergiftete Waffen. Na super. Oh, -2 auf Attacke und Parade. Na toll, na gut, dann hau halt einfach so drauf, dann triffst du überhaupt was. Und geh dich halt mal per Nahkampf um den da oben kümmern. Ach du Scheiße. Das könnte tatsächlich zum Problem werden. Die haben zwar nicht so viel Lebensenergie, aber sie können doch nicht schlecht draufhauen. Ach, verdammte Axt. Wow. Der macht am meisten Schaden. Sehr gut. Einen konnte parieren, aber den anderen leider nicht mehr.
Fäll ihn. Ja, jetzt macht er 14. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Übrigens hier, das mit den Pflanzen finde ich eigentlich ganz schön, dass die hier so umherwogen, dass nicht alles so still steht. Das finde ich bei manchen Strategiespielen immer so ein bisschen langweilig, die Präsentation. So in diesen Hexfeld-Rollenspielen, in diesen alten. Nein! Oder Oldschool, nicht alten. Die meisten sind ja gar nicht alt. Wer sagt's denn? Aber hier haben sie das eigentlich ganz schön gelöst. Ich finde, das hat relativ viel Atmosphäre. Ah, scheiße. Kann leider nicht mehr. Ich gehe jetzt mal nicht in die Schussbahn von Zurbaran. Der soll nämlich nochmal einen abladen. Nein, er steht volle Möhre. Hinter der Sichtlinie. Hinter dem Sichtschutz vom Stein. Aber jetzt müssten wir doch immer noch zaubern können. Verdammt. Kann ich jetzt noch zaubern? Nee, kann ich natürlich nicht. So, mein Freund. Der musste jetzt erstmal die Waffe wechseln. Also, wenn man die Waffe wechselt, das setzt man teilweise nicht nur eine Runde aus, sondern auch mehrere. Eigentlich müsste er jetzt bei einer Fernkampfwaffe. Also, jetzt hat er eine weggesteckt und jetzt müsste er eigentlich noch eine ziehen, wenn ich mich recht entsinne. Oh. Okay, er hat einen Dolch. Das ging dann wohl etwas schneller. Keine Ahnung, was hast du eigentlich noch für Zaubergrane? Heil halt mal den guten Mann. So. Seine Heilung hat noch nie jemandem geschadet. Und der müsste jetzt aber auch gleich mal umfallen. So. Wer war das? Laskas Kopfgeldjäger, nehme ich an. Sie haben unseren Steckbrief. Nein, der Rechtsfahrer will unsere Köpfe. Diese hier wollten dich lebend. Der Anführer hat eine Notiz bei sich. Die Versuche an dem Fund aus Mikram waren ergebnislos. Die Umstände haben sich geändert, ich kann mich nicht mehr selbst darum kümmern. Gebt der Halbelfe eine weitere Dosis und bringt sie zu mir nach Mengbilla L. Lysanders Handschrift. Alter, der hört sich an wie als wäre er besoffen. Der Kerl mit der Bernsteinbrille, dessen glatzköpfiger Freund dich gefoltert hat. Wir reisen nach Mikram. Vielleicht finden wir dort die Hinweise, die wir suchen. Du solltest uns bei Zeiten erzählen, was hier los ist, Großling. Tja. Von dem Mord haben wir denen anscheinend immer noch nichts erzählt. Alter, 6 Dukaten. Warum denn 6 Dukaten? Huiuiui. Das hat sich aber rentiert. Wir müssen uns auf jeden Fall mal wieder heilen, ey. Aber wenigstens wirkt das Gift jetzt nicht mehr. Mal kurz gucken. Wir haben gerade noch einen Gürtel bekommen. Du hast nichts mehr dabei. Was haben wir hier noch für Zaubertränke? Gar keinen. Na gut. Nehmen wir den Zaubertrank auf. Wie sieht's denn bei euch aus? So, jetzt haben die alle einen Heiltrank. Das passt soweit. Hey, du hast ja gar keine Handschuhe. Warum hast du denn keine Handschuhe an? So, du kriegst noch so ein Verbandszeug. Und unser Zwerg, warte mal, der Gürtel, den ich gerade bekommen habe, ist doch besser, oder? Der Zwerg kriegt auch noch so eins. Weiß zwar nicht, ob das jetzt großartig was bringt. Hofdolche. Ja. Aber wir haben wieder, zumindest für Zurbaran, ordentlich aufgelevelt. Das Problem ist, die werden ja nicht billiger. Das ist halt ein bisschen schade. Es wäre cool, wenn man das höher skillt, dass man dann mehr, dass man dann billiger
quasi zaubern könnte, aber das geht natürlich nicht. Talente, was hat der hier noch? Wenn der hier halt auch noch ein Heilkohle wunden könnte, wäre halt nicht schlecht. Was hat denn der an Waffentalenten? Gar nichts. Hier, Stäbe. Oh, das müssen wir aber mal ändern. Also es bringt uns ja nichts, wenn der... Oh, und Wurfwaffen. Ach, der kann Wurfwaffen. Okay. Trotzdem kriegt er jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen hier drauf geskillt auf seine Stäbe. Passt. Und ja, jetzt haben wir eh kein Geld mehr. Also was heißt Geld? Ihr wisst, was ich mein. Warte mal, ach, Astralpunkte kann man auch einfach so skillen. Wusste ich gar nicht. Gut, passt. Waffentalente. Wir kämpfen gerade mit anderthalb Händern. Finde ich eigentlich ganz cool. Die steigern wir mal noch ein Stückle. Ja. Passt. Jetzt gehen wir nach Mikram. Mal gucken, ob wir da was über den Mord herausfinden. Ich glaube es ja nicht, aber man kann es ja mal probieren. Vor allem, bevor ich zu der Tante gehe, lasse ich mich nochmal kurz... Der Zwerg braucht Sonnenlicht und der Südländer mehr Bewegung. Was kann ich sonst für euch tun? Alter, du sollst... Sonnenlicht? Du sollst mir nicht sagen, wie ich zu leben habe. Du sollst uns einfach zusammen. Wir brauchen einen Heiler. Sieht ganz so aus. So. Die Götter mit euch. Sind wir geheilt. Alles klar. Eine Forscherin. Oder... Moment, was darf sein, Senior? Ich weiß, ich springe aber so hin und her. Was haben... Der hat ja nur Rotz. Den kannst du haben. Ja, cool. 79 Pfeile habe ich mittlerweile. 5 Stein, 3 Stein. Das ist halt schon sauschwer. Die Fackel können wir jetzt auch endlich mal loswerden, ey. Braucht kein Mensch. Keine. Aber jetzt will ich doch nur kurz was machen. Da kriegt Sabo Zurbaran als zweites Waffenset. Weil die zwei Wurfdolche, die machen zwar nicht allzu viel... Ach so, das ist ein Consumable. Na gut, dann halt nicht. So. Raya zum Gruß, schöne Dame. Bemüht euch nicht. Mit Männern bin ich fertig. Vorerst. Naja. Was? Das soll eine Halbelfe sein? Was ist mit ihr? Ach nee, die da. Als wäre ihr Lebensfunke eingefroren. Sie heißt Salva. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Sie verschwand eines Tages. Einige sagen, sie sei nachts einem Mann in schwarzer Robe gefolgt. Aber die Leute sehen viel in der Dunkelheit. Eines Morgens fand man sie hier am Brunnen sitzen. Dieses sonderbare Loch in der Stirn. Seitdem hat sie kein Wort gesprochen. Sie isst, wenn man ihr befiehlt zu essen. Und schläft, wenn man sie schlafen schickt. Doch es scheint, als hätte sie jeglichen eigenen Willen verloren. Uncool. Hört sich nach Nekromantie oder sowas an. Gibt es Hoffnung für sie? Solange die Götter in Alveran wachen, gibt es immer Hoffnung. Aber noch haben wir keine Heilung gefunden. Das Mädchen hat noch eine Schwester. Niam, glaube ich. Aber ich habe sie hier lange nicht gesehen. Fragt den Heiler Jolden, wenn ihr helfen wollt. Er kennt Niam besser als ich. Mach ich gleich. Was ist das für eine mysteriöse Krankheit? Niemand weiß etwas über diese Krankheit? Nur so viel. Die Halbelfe ist nicht das einzige Opfer. Na super. Im Hersinde-Tempel von Mengbila werden weitere Fälle untersucht. Alle mit denselben Anzeichen. Mengbila? Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern? Interessante Frage. Sie sind alle in gutem Alter, zwischen 15 und 30 Jahren. Und sie sollen alle gute Menschen gewesen sein, bevor der Fluch sie ereilte. Da versucht wohl einer, sich eine Zombie-Armee zusammenzubasteln, oder? Gute Menschen?
hatten ein gutes Herz. Alle sehr beliebt. Treue Diener ihrer Götter. Es scheint, dass dieser Fluch stets die Besten trifft. Ja, aber gut, Zombie-Armee, da muss man jetzt nicht unbedingt die besten Leute, also besten in Anführungszeichen, die besten Leute nehmen. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Strang ist. Ihr seid nicht von hier. Hesinde sei Dank. Ich bin Telemache, Forscherin aus Mengbilla. Was macht ihr dann in diesem Sumpfloch? Forschen. Ich untersuche einen alten Hesinde-Schrein im Dendrimwald. Was für ein Hesinde-Schrein? Was ist an dem Schrein so besonders? Sagt euch der Eulig-Bund etwas? Diese amüsante Frauensekte? Die Euliken waren nicht nur Frauen. Aber sie haben die männlichen Götter aus ihrem Pantheon verbannt. Warum? Weil sie in ihnen die Ursache für das Chaos sahen. Ein visionärer Gedanke, wenn ihr mich fragt. Wie nett. Können wir euch bei euren Forschungen unterstützen? Ihr wollt mir helfen, das Rätsel der Euliken zu lösen? Unbedingt. Ich würde euch reich belohnen. Der Eulig-Bund hat hier im Süden für jede der 6 Göttinnen einen Schrein errichtet. Findet alle 6 Schreine. Sobald ihr sie gefunden habt, kommt zu mir nach Benivilla. Das heißt, wir müssen viel reisen. Da bin ich immer gespannt, wie das klappt. So, was kann die uns denn beibringen, die gute Frau? Clarum purum. Heilt Gift. Das ist doch mal nicht schlecht. Das können wir gebrauchen. So, aber bevor ich jetzt mit dem guten Heiler rede, wegen dieser mysteriösen Krankheit, mache ich erstmal einen Cut und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüssi.